Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen und bin angekommen im Kapitel 4 Führungskräfte und Antisozialität. Das Kapitel ist geschrieben worden von Gerhard Dammann. Und ich bin angekommen bei 4.7 Investmentbanker Studie. So. Investmentbankerstudie. Es gibt interessante Parallelen zwischen den typischen Investmentbankern, die mit Milliarden jonglieren, und den beiden typischen antisozialen Kriminellen. Beide Gruppen sind jung, in der Regel jünger als 35 Jahre, fast ausschließlich männlich, in Klammern im Unterschied zu anderen Bereichen der Banken, Klammer zu, häufig alleinstehend, und sie suchen als eine Art Sensation-Seeking die Spannung. Ihre Peer Group bildet eine Art Ersatzfamilie. Coolness, das heißt auch das Verbergen von Gefühlen und Angst hinter der Fassade, spielt eine größere Rolle. So verspekulierte etwa der damals 31 Jahre alte Investmentbanker Kweku Adeboli der Bank UBS in London 2,3 Milliarden Dollar. In einer schnell bekannt gewordenen Studie untersuchten Noll und Scherer das Verhalten von Investmentbankern im Gefangenen-Dilemma-Spiel und wiederholten dabei eine Untersuchung von Mokros und Männer und anderen. So, die Studie ist aus 2013, die ursprüngliche Untersuchung ist aus 2008. Sie verglichen die Reaktion von 27 Händlern, in Klammern professionellen Tradern, die bei Schweizer Banken, Rohstoffhändlern und Hedgefonds arbeiteten, Klammer zu, mit denen von 24 Psychopathen aus forensischen Kliniken und einer Kontrollgruppe mit gesunden Probanden in einem Gefangenendilemma-Computerspiel. Die Probanden hatten zwei Handlungsmöglichkeiten. Entweder beide Spieler arbeiten zusammen, um gemeinsam eine hohe Auszahlung zu erzielen, verhalten sich also kooperativ, müssen dafür aber den Mitspielern vertrauen. Oder aber sie verhalten sich egoistisch und erzielen dadurch insgesamt eine geringere Auszahlung. Vertraut jedoch der eine Mitspieler und der andere verhält sich unkooperativ, kann letzterer die höchste Auszahlung erzielen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Wahl der jeweiligen Strategie ohne Kenntnis über die Wahl des Mitspielers festgelegt werden muss. Entgegen der Annahme, dass sich Psychopathen in dem Computerspiel aufgrund ihrer mangelnden Empathiefähigkeit und ihres Unvermögens zur Verantwortungsübernahme am unkooperativsten zeigen würden, verhielten sich die professionellen Händler egoistischer, erzielten dabei jedoch eine geringere Auszahlung als die Psychopathen. Während letztere in 40 Spielzügen nur 4,4 mal unkooperatives Verhalten zeigten, waren die Händler mit durchschnittlich 12 unkooperativen Zügen deutlich unkooperativer. Die normale Kontrollgruppe hielt sich nur bei 0,2 Spielzügen egoistisch. Ungeklärt ist dabei die Frage der Kausalität, das heißt, ob Personen mit extrem ausgeprägten egoistischen Zügen eher in bestimmte Bereiche gehen, die schnellen finanziellen Profit versprechen, in Klammern Investmentbanking etc., oder ob das soziale und berufliche Umfeld die Personen entsprechend sozialisiert, in Klammern. Das heißt, Investmentbanker aufgrund von Bonuszahlungen, Fokussierungen auf monetäre Anreize und Konkurrenzkampf dazu veranlasst werden, sich unkooperativ zu verhalten, Klammer zu. Die Studie wurde allerdings verschiedentlich kritisiert. Es wurde betont, dass
es nicht um echtes Geld ging und sich die Ergebnisse auf einen deutlich erkennbaren Computer als Gegner bezogen, was möglicherweise die Generalisierbarkeit einschränkt. Gut. Es geht weiter mit High Risk and Sensation Seeking, eine gemeinsame Basis von Leadership und Antisozialität? Fragezeichen.